Moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Was wollen wir heute machen? Heute wollen wir verchromen. Ich habe hier eine alte Rückleuchte von dem T2-Bus. So sieht das ganze gute Stück aus. Die ist hier ja überall schon so ein bisschen grün und sowas. Hat der Chrom sich so ein bisschen aufgelöst und das ist ja auch nicht wirklich mehr so richtig chromig. So, auf jeden Fall sagt die Werbung von Dublicolor. Es gibt hier so ein schönes Silber-Chrom-Spray, nennt sich das. So sieht das Ganze aus. Indoor, Outdoor bis 150 Grad stabil. Weiß ich nicht, ob wir das unbedingt für die Rückleuchte brauchen. Egal. Wir versuchen das mal. Ich werde jetzt mal eben die Rückleuchte hier, diesen Lampenkörper abgeklebt. Habe ich das hier schon? Die Kontakte? Ich werde das jetzt mal ein bisschen anschleifen und sauber machen und dann gucken wir mal gleich, ob das was wird. Angeschliffen habe ich das Ganze jetzt hier mit so einem handelsüblichen Schleifvlies. So sieht das Ganze jetzt aus. Habe das hier mal professionell in meinen Lackierständer gehangen. Ja, jetzt gibt es da eine spezielle Grundierung für. Nennt sich Effektprimer, ist auch hier von Dublicolor. Ist keine Werbung oder was da. Ich brauche das halt, weil ich den Bus da fertig mache für den Kunden. Und ja, steht hier nur so, du sollst das damit grundieren und dann muss das 1,5 Stunden erstmal trocknen, bevor du denn das Silber da drauf machst. So, dann wollen wir mal ein bisschen lackieren. So, dann lassen wir jetzt mal eben so 5 Minütchen anziehen und dann gibt es da gleich, glaube ich, noch so ein oder zwei Lagen rüber von der Grundierung. Und dann gucken wir mal, wie das denn so aussieht. Erste Lage ist da drauf, ist jetzt ungefähr 5 Minuten angetrocknet. Jetzt machen wir mit der zweiten Lage weiter. So, ich denke, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Ist im Moment alles so richtig schön schwarz glänzend. Da, so sieht's aus. Schwarz in schwarz. Ja, jetzt müssen wir das 1,5 Stunden trocknen lassen. Und dann gibt es das Chrom-Effekt-Spray da drauf. Und ja, dann schauen wir mal, was da so von wird. Das Ganze ist jetzt ja, gute 1,5 Stunden getrocknet. Sieht jetzt so aus, immer noch schwarz und glänzend. Ja, jetzt nehmen wir halt hier dieses Silver Chrom und werden mal unser Glück damit versuchen, wie gut das so deckt und wie schick das nachher aussieht. So, auch da mehrere Schichten, steht auch auf der Dose drauf. Man soll oder nicht innerhalb, sondern in 5 Minuten Abständen mehrere Schichten aufsprühen. Wir lassen das mal anziehen und dann gibt es gleich die nächste Schicht. Ich habe das jetzt über Nacht trocknen lassen. Ja, schaut es euch selber an. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich sage mal mit Chrom wohl in keinster Weise vergleichbar. Aber ich finde das Ergebnis gemessen an der Arbeit gar nicht schlecht. Wie gesagt, Chrom keinesfalls. Aber
vom Preislichen her ist das ja auch eine komplett andere Hausnummer. Die beiden Dosen haben jetzt, glaube ich, zusammen irgendwie 20 Euro gekostet. Und dafür muss ich sagen, finde ich das Ergebnis gar nicht schlecht. Wie gesagt, Chrom ist es in keinster Weise, dafür spiegelt es zu wenig. Aber ich sag mal, wenn man so Rückleuchten günstig aufarbeiten möchte, ich weiß jetzt nicht, was Verchrom kostet, aber ich glaube, wenn man sowas zum Verchrom gibt, wird das, denke ich mal, bestimmt irgendwo im Bereich 100 Euro aufwärts liegen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wenn ihr das wisst oder ihr Verchromer seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was sowas wohl kosten würde, damit man da auch mal einen Vergleich hat. Ja, ich sag mal, ich kann mit dem Ergebnis so leben. Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, macht er so einen Busfedi und dann macht er so einen Fusch. Wie gesagt, immer dran denken, es kommt immer drauf an, was der Kunde für ein Budget hat. Ja, und ich kann, wie gesagt, für meinen Teil da gut mit leben. Den Rest muss jeder für sich entscheiden, wie gut oder schick oder schön er das haben möchte. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. War heute mal wieder ein bisschen kürzeres Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.